Daher sagte auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er erwähnte dieses Beispiel in dem Hadith, in dem es darum geht, dass der Mensch, sobald er in sein Grab gesetzt wird, dass er abgefragt wird. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Was ist dein Rabb? Wer ist dein Rabb? Was ist dein Dien? Und wer ist dieser Mann, der zu euch geschickt worden ist? Wisst ihr, das Interessante ist, diese Fragen wirst du nur nicht nur mündlich beantworten. Deine Taten werden für dich sprechen. Deine Taten werden für dich sprechen. Also wenn ich dir jemanden frage, wer ist dein Herr? Und wisst ihr, was Herr heißt? Ar-Rabb? Ar-Rabb bedeutet, das ist derjenige, den du angebetet hast. Das ist derjenige, den du gerühmt, den du geehrt hast, den du dich untergeordnet hast, den du verherrlicht hast. Wenn das nicht der Fall war, wenn das nicht wirklich der Fall war, oder das Wort Ad-Din. Ad-Din ist ein System, dem du unterlegen bist. Ad-Din sind Gesetzmäßigkeiten, die du akzeptierst und befolgst. Das bedeutet das Wort Ad-Din. Wirklich sprachlich ist Ad-Din At-Ta'a wal-Khudu'. Das ist das Wort Ad-Din in der Sprache. Also rein linguistisch in der arabischen Sprache, Ad-Din, das Gehorsam, die Unterwerfung. Wenn du nicht dem Islam unterworfen bist, im Gehorsam bist, wirst du auch nicht antworten, mein Dien ist der Islam. Deine Taten werden für dich sprechen, nicht deine Zunge. Jedenfalls diese drei Fragen, er sagt, das ist der interessante Punkt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und dann wird es eine Form von Menschen geben, er wird sagen, لا أدري كان الناس يقولون شيئا فقلته. Ich weiß nicht, die Menschen pflegten etwas zu sagen, und ich habe es einfach mitgesagt. Das ist dieser Al-Muqallid, der keine Erkenntnis, kein Wissen hat, keine Überzeugung hat. Er ist einfach nur ein Mitläufer. Na.